Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier in dem riesen Gewölbe drinne, müssen uns irgendwie den Weg wieder hier rüber suchen, finden und haben hier aber auch noch ein paar Stellen in dem Bereich schon, die wir noch nicht zu Ende erkundet haben, wie hier den Weg nach oben oder den Weg hier. Und das suchen wir mal, wie wir da wieder hochkommen. Irgendwie müssen wir ja da hochkommen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Hier fehlen drei. Hier. Wie kommen wir da hin? Das ist jetzt die Frage. So viel. Jo. Okay, da laufen wir ja im Kreis. Da hinten. Da hinten war der Weg. Nach da oben. Irgendwie. Ich versuch's mal hier rum. Sind wir jetzt in dem Bereich oder sind wir noch nicht in dem Bereich? Ah doch, wir sind schon langsam in dem Bereich. Ist das das hier? Laufe ich hier richtig? Ich glaube, hier rum. Ja, die... Genau, den Bereich müssen wir auch noch absuchen. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Aber wir sind schon da. Das heißt, hier hoch und da lang. Achso, nee, der ist dicht, aber hier waren wir noch gar nicht. Da haben wir schon den ersten Geist wieder. Jo. Und wieder ein Zombie. Da können wir hier einmal kurz wieder resten. Machen hier auch nochmal ein Safe Game. Und dann gehen wir mal hier lang weiter. Jetzt bin ich gespannt, wo wir ankommen. Im Kreis. Okay, aber irgendwo fehlt uns noch was. Wo war denn das? Ist oft nicht leicht zu erkennen. Komm, wir können auch den Weg jetzt mal gehen, wenn wir hier... ...hier entlang gehen. Hä? Achso. Ja. Genau, hier war das. Dann gehen wir hier mal entlang. Hier bringt es mir nichts. Wir bleiben da. So, bitte einmal. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist nice. Das ist... Nymphen oder diese Unterwasserviecher? Wie hießen die nochmal, diese Wassernymphen? Ich nenne die jetzt erstmal Wassernymphen. So, bevor wir da jetzt runtergehen. So. Gibt's hier unten Geister? Gut, dass wir noch nicht so viel tragen. Gibt's hier... Hier gibt's eine geheime Tür. Ne, hier gibt's eine normale Tür. Komm. Hier ein Droi. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was. Aber das war's dann wohl hier. Hier gibt's sonst nichts.
Dann gehen wir wieder hoch. So, und was gibt's denn hier? Geht's wahrscheinlich auch noch wieder runter, ne? Oh! Gab's wirklich eine Nymphe? Warte, ob man eine Nymphe hier zu suchen hatte. Was ist denn das? Potion of Ox Strength. Aber das war's dann wohl hier, oder? Mehr gibt's hier nicht. Aber tatsächlich eine Nymphe. Warte, wo man die hier zu suchen hatte. Habe ich auf jeden Fall keine Erklärung für, was die hier wollte. Was wir aber machen können, ist den Weg hier gleich wieder zurück nach oben. Dann wären wir wieder hier. Und dann können wir hier geradeaus durch und dann mal die Türen hier absuchen. So. Wen haben wir hier? Invisibility. Hier machen wir mal ein Safe Game. Okay. Einmal heilen konnten wir. So, was haben wir da drin? Den hier. Und hier muss. So, komm. Einmal drauf gehen, bitte. Jetzt ist die Frage, wo müssen. Oh, Spinne. Nach oben gehen wir noch nicht. Wir bleiben erstmal hier. Okay, jetzt ist die Frage, wohin? Da hinten waren wir auch noch nicht. Ah, hier haben wir wieder so eine Tür. Zum Portalding. Waren wir hier? Hier waren wir schon, ja. Okay, dann bleibt uns nur noch der Weg nach oben. Wo war denn der? Der war hier. Echt, ist das aber ein sehr weiter und komplizierter Weg. Und der Dude kommt jetzt schon. So. Ah, nein, 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 ganz schnell. Reaction. So, Kite-Shield nehmen wir mit. Wo ist ein anderer Dude? Der hat nichts. So, dann hier können wir vielleicht einmal den hier machen. Und nochmal ein Safe Game. So. Wer ist hier? Niemand ist hier. Das heißt, die Dudes sind irgendwo noch weiter über uns. Ich kann mir nicht erinnern, dass wir hier drin waren. Ja, komm. So. Jo, komm, auf. Ah, wir sind gleich schon wieder voll. So, den machen wir einmal weg. Komm, Chamäleonform nutzen wir mal. Genauso wie das. Ich bin invisible. Ah, für Geister nicht. Für Geister bin ich nicht invisible.
Okay, für die Spinne schon. Vielleicht einmal kurz das hier machen. Mach mal ein Safe Game. Aber wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich da lang, geradeaus. Was mir auch nichts bringt. Keine Geheimtür. Hä? Ach, hier, da unten. Da war ich noch gar nicht. Da muss ich hin. Wo muss ich hin? Ich raff es gar nicht. Ich habe hier jetzt so viel erkundet und weiß immer noch nicht, wohin mit mir. Da unter Wasser waren wir auch schon. Das ist auch ein echtes Labyrinth. Irgendwo muss es doch hier weitergehen. Zu weit. Hier den ganzen Startgebiet haben wir ja jetzt zurückgelassen. Es muss schon irgendwo hier sein. Ich glaube, hierhin müssen wir. Weil hier noch ein bisschen was fehlt. Wie kommen wir da hin nochmal? Nehmen wir den ganzen Weg zurücklatschen. So, dann hier nochmal alles wieder zurück. Das war dann wahrscheinlich da hinten. Genau. Nicht der Weg, sondern der hier. Dann sind wir erstmal wieder hier. Dann müssen wir hier hinkommen. Und hier hinkommen war am besten. Indem wir den anderen Weg genommen hätten. Den hier. So. Und. Oh. Das war knapp. So, dann geradeaus durch. Gleich da hinten rechts irgendwo. War schon hier. Ja, hier. Oder? Ne, hier noch nicht. Hätten wir unten. Da. Ne, da kamen wir. Und da kamen wir. Wenn wir nochmal zurückgehen, müssen wir hier hin. Hä? Wo war denn jetzt der Weg? Ne, wir müssen hier nach oben. Wir müssen hier irgendwie schon nach oben. War das hier? Ja, hier. Und dann hier entlang. So, jetzt sind wir ein bisschen zu weit. Genau. Das hier war wieder nach oben. So, hier haben wir noch nicht geguckt. Hey, was ein Riesen. Weg, es ist nur um Lysandros Geist hier zu finden. Und hier geht's auch nirgendwo. Doch, da sind zwei Geheimtüren. So, bitte geh auf. Komm. Wer macht zuerst auf? Der hier. Der ist schon dabei. So, nur ein Zombie. Hier ist der nächste.
Come on! Sesam, öffne dich! Oh, eine magische Unterhose hat er. Aber sonst gab es hier gar nichts in dem Bereich, ja? Das Einzige, was jetzt noch weiterführen könnte, ist das hier. Aber ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie etwas ist, womit ich dann runterfahren kann. Oder... Nee, da war nichts. Wirklich das da. Sind keine Hebel oder sowas, die ich in Bewegung setzen kann. So, war das jetzt hier entlang oder? Nee, doch. Hier geradeaus. Und dann nach links. Doch hier! Alter, was? Hier fehlt noch ein bisschen was von der Map. Ich konnte den aber übersehen. So, jetzt musst du die... Ja, da ist jetzt vollständig. So, die sind aber gleich schon wieder voll. Hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. Nicht, dass wir hier jetzt... drauf gehen. Alter, ist das hier ein Labyrinth? Viel zu viel, was wir hier einsammeln. So, der hat zum Glück nichts. Ich möchte jetzt gerne bitte weniger Stuff haben. Jo. Hier kann ich. So, wer ist denn da? Jetzt nochmal heilen. Wie, es kommt nochmal einer. So, Safe Game. Mal schauen, wie weit wir jetzt vom Level sind. 80%. So, hier. Jetzt stelle ich mir die Frage. Hier geht es nochmal weiter runter. Wie tief soll es noch gehen? Hier geht es aber auch noch weiter. Jo. Okay. Der hat nichts. Ich mache hier nochmal ein Safe Game. Alter, was? Da hinten ist irgendwie noch so ein Raum irgendwo. Hier? Nee. Da. Okay, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir erst einmal hier rein, weil hier jetzt irgendwie was war. Okay, was denn jetzt passiert? Ich gehe nochmal wieder in den einen Raum da hinten.
Irgendwas müsste jetzt passiert sein. Ich glaube, wir haben aber sein Grab gefunden, aber da ist kein Dings, also. Achso, drüben nebenan ist alles unter Wasser, hier nicht. So, was haben wir jetzt gemacht mit dem Hebel? Wir haben den Hebel ja betätigt, jetzt haben wir hier irgendwas getan. Irgendwas muss jetzt passiert gewesen sein. Ich sehe nur nicht was. Ich gehe nochmal runter. Der hat irgendwo was aufgemacht. Ist hier irgendwie was? Oder hier? Hier drunter ist irgendwas. Irgendwie hier. Ah! Okay. Ich fahre den noch mal hoch. Mache auch noch mal ein Safe Game, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, dass da was passiert. Also ist noch nicht ganz hochgefahren. Und jetzt. Alter, was? Da haben wir's. Da liegt Lysandus. So, komm. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt machen wir ein Save Game, weil ich habe das Gefühl, wir werden wahrscheinlich gegen den kämpfen dürfen. Okay. I do not seek to be placated. I seek vengeance upon he who slew me. If you would truly lay my spirit to rest, be the instrument of my vengeance against Lord Woodborn of Wayrest. Okay. Das war jetzt Lysandus. Und ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Hier, ich sehe jetzt hier keinen Hebel. Ist hier irgendwie vielleicht ein Portal oder so? Und wen hat er jetzt gesagt? Irgendwen aus Varys, Woodborn oder so? Den Namen haben wir ja schon mal gehört. Die sind keine Portale. Die sind auch keine. Gibt es hier noch irgendwie die Möglichkeit? Es geht sogar noch weiter runter. Aber wie komme ich hier jetzt raus? Gibt's keinen Hebel? Gar nichts? Ich möchte nach draußen, ich möchte nach Hause.
Da kann ich auch nichts mehr machen. Da geht's noch weiter runter. Ich möchte hier raus. So helft mir doch. Wo haben die aufgemacht? Unten? Ich sehe hier wirklich gar nicht, wo, wie man hier rauskommt. Habe ich hier Chamäleon? Waterwalking? Das brauche ich nicht. Ich habe jetzt nichts für Levitation hier. Bleibe ich jetzt hier stecken? Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, wieder hochzukommen? Irgendwie? Ja. Dann mache ich hier einen kleinen Break und dann überlege ich mir mal, wie ich hier wieder rauskomme. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Das heißt, es muss hier irgendwo ein geheimer Schalter sein, südwestlich von dem. Das war der. Nein. Aber okay, hier unten gibt es auch noch ein bisschen was, aber das ist der geheime Schalter gewesen, der jetzt wieder nach oben fährt. Können wir den auch wieder runterholen? Ja, okay. Gut, dann wird das wenigstens funktionieren. Immerhin. So. Ja, jetzt sind wir wieder drauf. Und dann können wir wieder hier raus. Ja, ich wusste sonst gar nicht, wie wir hier rauskommen, weil ich meine, alles mal angeklickt gehabt zu haben. Dann machen wir hier wieder ein Safe Game. Wir haben Lysandus gefunden. Und dann suchen wir uns mal den Weg hier wieder raus. Und warte mal, steht hier irgendwas Neues? Lysandus' ghost appeared to me and told me that only the death or humiliation of his murderer, Lord Woodborn, would lay his soul to rest. Lord Woodborn is a noble of Wayrest and betrothed to Princess Elisana. He is a castle in the wilderness of Wayrest. Okay, also müssen wir nach Wayrest, um für Lysandus Frieden zu schaffen. So. Geht's jetzt erstmal wieder hier nach oben. Das heißt, wir können jetzt Lysandus Grab verlassen. Würde ich jetzt auch zu gerne machen. Vorausgesetzt, ich finde hier den Weg auch wieder raus. Das ist er nicht. Das heißt, hier entlang. So. Wie kommen wir am besten wieder zurück? Am besten hier raus. Ja, ich glaube hier genau geradeaus. Dann müsste ich hier gleich irgendwo... Ja. Nicht diesen Weg, der Weg. So, wenn wir hier entlang kommen, gehen... Können wir... Da hinten ist noch eine Tür, die wir übersehen haben. Ich glaube, hier entlang war das. Nee, doch. Genau. Und dann, wenn ich hier gerade rausgehe, haben wir da eine Tür. Nee, das ist kein Portal, auch wenn es wie ein Portal aussieht. Wenn wir hier wieder sind. Aber okay. Krass weiter Weg. Und jetzt den ganzen Weg hier wieder nochmal zurück. Wenn wir jetzt da vorne hier rumgehen. So,
wie kommen wir jetzt weiter? Irgendwie müssen wir doch wieder zurückkommen. Ja, wenn wir hier geradeaus gehen, glaube ich. Das müsste der Weg sein. Ja. Nein. Das ist er nicht. Wir müssen hier runter, damit wir hier hinkommen. Okay, wo geht's hier runter? Hier. Nee, das ist nicht nach unten. Schnellster Weg runter, wo ist denn der? Müsste doch hier irgendwo sein. Das führt jetzt nach unten. Wenn wir jetzt hier nach oben und dann hier runter gehen. Dann hier nochmal. Hier ist wieder Sackgasse. Toll. Hier müssen wir jetzt aber weitergehen. Genau, und dann geradeaus. Und dann müsste da die Tür sein. Ja. Nice. Und dann hier entlang. Nee, ich glaube, das ist jetzt der falsche Weg. Hier, nach oben. So, und dann, genau, wir gucken schon in die richtige Richtung. Ja, wir sind schon da. Wo war es denn ab hier jetzt? Hier habe ich das komplett vergessen. War es die Richtung? Ne, die glaube ich. Nein? Das hier war schon richtig. Ja, wir sind da. Wir sind wieder zurück. Alter, war das aber viel und lang. Und wir können dann jetzt auch endlich gehen. Ich glaube, hier lang war das, richtig, oder? Ne, jetzt gehen wir wieder nach oben. So. Gut, wir gehen jetzt. A ghostly wail shatters the silence. Okay, egal. Da wir in Menevia sind, ich glaube, wir gönnen uns mal eine Auszeit in Daggerfall. Ja, dahin. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge jagen wir erstmal ein paar Unschuldige und verkaufen unseren Scheiß und dann auch noch zusätzlich. Ja, gehen wir nach Varys und machen das, nee, nicht das hier, sondern das hier für Woodborn, gegen Woodborn. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!